Servus, wir sind wieder Stettler und Waldorf von Room Escape TV und wir raten heute Submachine 3 The Loops. Viel Spaß. Aufgrund eines bedauerlichen Zwischenfalls sind uns leider sämtliches Tonmaterial der Aufnahme verloren gegangen. Wir bedauern das ziemlich sehr, aber wir können nichts machen. Deswegen haben wir jetzt die Idee gehabt, wir zeigen euch nochmal das komplett vorher aufgenommene Videomaterial und sprechen dann neuen Ton drauf. Das war gerade ein Refresh. Gerade bemerke ich, wie toll die Musik ist. Genau, und wir entscheiden uns, einen Plus-Merit-Punkt drauf zu geben, welche Musik dann gleich kommen wird, wenn wir auf Play klicken. Und jetzt, genau, jetzt müsste die kommen. Genau. Wir fahren in die Tiefen der Submachine 3 hinein, der Loop. Mhm, genau. Ich beschwere mich jetzt sofort bei dem nächsten Textstück, dass es keinen Löffel gibt. Genau. Ja. Also, und ich sage dann, glaube ich, an alle Matrix-Jünger. Es tut uns echt leid. Aber den Löffel gibt es nicht. Richtig. Okay. Okay. Moment, los geht's. Dann gleich, jetzt im ersten Raum. Jetzt. Oh, es zieht sich hin. Oh, okay. Okay, wichtige Fakten. Das erste Level. Der komplette Cube-Loop-Zeug wird immer sukzessive schwerer. Im Moment sagen wir, es ist ein Anfänger-Level und wir bemerken die Struktur, die aus zwei Türen West-Ost und Leitern Nord-Süd besteht und dass man momentan, wie du gerade anklickst, glaube ich, nicht die Räume wechseln kann. Also man kann nicht hier raus. Ja. Ja, genau. Und dass man das Ding hier aufnimmt, genau. Und hat eben den ersten Task schon geschafft. Genau. Eben die Navigationsmöglichkeit, diese Gerätschaft aufzunehmen, das reicht schon, um ins nächste Level zu kommen. Nämlich Linfka. Linfka, das sind die Codes, die man braucht, um das Level direkt zu accessen. Eben. Wenn mir die deutschen Wörter fehlen, dann weiche ich ins Englische aus. Okay. Also, ja, wir stehen hier scheinbar blöd rum und machen gar nichts. Ach, wir sagen, dass die Map meistens rechts vom, wie nennt man den Ausgangsraum? X. Ja, okay. Also, wo's X ist hier auf der Map, ist auch der Ausgangsraum. Okay. Ich habe, glaube ich, auch gerade erwähnt, dass der Mute-Knopf unten funktioniert. Okay. Wenn wir oben links schauen, sage ich, glaube ich, auch irgendwann, bei dem Navigationsteil. Wo ach genau, hier jetzt, genau, zeig gerade drüber. Ja, sind sechs rote Lämpchen und wir müssen die in grüne verwandeln. Genau. Also müssen wir sechs Tasks erledigen. In diesem ersten Level eben ganz simpel sechs Hebel umlegen. Und für jeden Hebel wird ein weiteres grün, bis dann schließlich das untere, mittlere grün wird und wir mit dem Hauptknopf im Ausgangsraum wieder in die nächste Ebene des Loops vordringen können. So, jetzt, wir lassen uns da scheinbar nicht so viel Zeit und schauen wieder gleich auf die Map, wo wir wissen, dass die meistens rechts vom Ausgangsraum ist und sehen, dass, wie du hast gesagt, glaube ich, dass ein wenig unübersichtlicher, nee, was hast du gesagt? Wir können einen willkürlichen Raum willkürlich nehmen. Da stand gerade 3,5, also wissen, also 35, also müssen wir jetzt in den Raum 3,5 gehen. Gehen dahin und da steht dann eben 3,4. Wichtig und ist genau, bei dem Navigationsteil oben sind die zwei großen Zahlen, die da stehen, die Koordinaten des Raumes, in dem man sich befindet. Richtig. Und die Rätsel sind manchmal selbst mit diesen Koordinaten verknüpft, was hier gerade bei diesem Rätsel zu tragen kommt, weil wir die aktuellen Zahlen, die uns das mittlere Element gibt, im oberen Navigationssystem entsprechend abgehen müssen und in dem jeweiligen zugehörigen Raum den Hebel nochmal betätigen müssen. Bis schließlich wir alle sechs Lämpchen zum Leuchten bringen, was wir hier gerade machen. Korrekt. Ich glaube, ich habe vorher noch angeführt, dass die Navigation etwas verwirrend ist bezüglich der horizontalen und vertikalen Verteilung, weil ich es gefühlsmäßig andersrum erwartet hätte. Ja, genau. Aber zum Beispiel bei Matrix- und Vektorschreibweise hat man sich in der Mathematik darauf geeinigt, dass man tatsächlich zuerst nach unten hin das nennt und dann nach rechts hin. Genau. Na gut. Okay, wir sind jetzt ein Level weiter. Genau. Nächstes Level, wie heißt das Level? Bamita, glaube ich. Bamita. Sehr gut. Egal, tut nichts zur Sache. Hier sehen wir, ich erkläre gerade, dass man entsprechend der Karte vier Elemente hat, vier Schaltpulte, in denen die jeweils entsprechend der Geometrie angeordneten Elemente, zum Beispiel im linken oberen Schaltpult ist das linke obere Element fix. Im rechten unteren ist das rechte untere Element fix und so weiter. Die anderen Elemente muss man in den jeweiligen anderen drei so angleichen, dass auf allen Vieren dieselben vier Zahlen zu sehen sind und zwar in der richtigen, in der gleichen Anordnung. Was dann das Rätsel löst. Jetzt können wir uns da zuschauen, wie wir das lösen. Genau, beziehungsweise was fix war. Genau, währenddessen kann ich eigentlich noch was zur Grafik erzählen. Richtig, wir geben zwei Grafikpunkte von fünf auf die Grafik, weil wir meinen, dass es sich im Vergleich zu den Vorgängern nicht groß geändert hat.
oder? Ja. Genau. Ich check nur gerade den Ausschlag, weil du warst gerade sehr leise. Ich war gerade sehr leise. Ja, jetzt geht's wieder. Aber ich habe direkt ins Mikrofon geredet. Ja, wir werden es hören. Okay. Ja, wir haben es immer noch nicht gelöst. Wir lahmen Säcke. Ja. Gut, machen wir weiter. Also wir sind hier in einem Infinite, also im endlosen Loop, in einem endlosen Schleife gefangen aus vielen Räumen. Was wir finden, allein schon ein Grund für Innovation ist. Und deswegen vergeben wir einen Innovationspunkt darauf, weil das war vorher noch nicht da gewesen. Okay. Richtig, wir sind im nächsten Level und wir zögern, warum auch immer, ich kann es gerade nicht nachvollziehen. Wir sind gerade in Firoga. Wahrscheinlich, oder in Winder. Wahrscheinlich besprechen wir irgendwas zu den Grafikpunkten. Oder das könnte gerade sehr gut sein. Das spricht, diese Map-Ansicht spricht nach Winder. Okay, worum es hier geht. Ja, wir sehen auf der Map wieder die Punkte, die Koordinaten, zu denen wir gehen müssen. Und müssen eben, hier haben wir eben, sehen wir gerade den Schalter mit Punkt 1. Dann müssen wir zum Schalter mit Punkt 2 und damit 3, bla bla bla, bis 6. Suchen, genau. Und finden und drehen. Und ganz einfach. In der richtigen Reihenfolge eben aktivieren. Richtig. Und so weiter. Gut. Wir haben in jedem Raum bisher noch eine Map. Das sehen wir dann gleich. Es wird immer schwerer. Irgendwann wird uns sogar die Map genommen. Aber ungeachtet der Tatsache haben wir der IGP nur einen Punkt abgezogen, weil eben trotz der endlosen Räume kann man es sehr gut spielen. So, nun sind wir in Level 5 Banda, mit dem Kennwort Banda, wie gesagt. Was geht hier vor? Gute Frage. Wir müssen die Koordinaten, glaube ich, angleichen mit alphabetischen Buchstaben. Ich glaube, du hast, ja, das passt. Genau. Die Karte und das Koordinatensystem oben links hilft einem recht gut. Und ja. Wie gesagt, A steht für 1, B steht für 2 und so weiter. Und das ist auf jedem Punkt auf der Karte trivial, also anzuwenden. In Feld 1, 2 oben links sieht man jetzt A, B. Hier zeigst du es nochmal. A, B, 1, 2. Simpel. Also entsprechend, jetzt zeigen wir das exemplarisch mal am nächsten Raum. Obwohl wir das also damals wohl nicht gesagt haben. Aber wir zeigen jetzt hier 2, 4. Ist das entsprechend B, D und so weiter. Ja. Das ist sechsmal trivial abzuklappern und das tun wir natürlich, sonst kämen wir ja nicht weiter. Ja, oder? Das Schwere ist nur mal drauf kommen, aber ganz wenn man einmal drauf kommt, dann hat man schon, dann ist es echt super leicht. Gut. Ja. Wie gesagt, Überblick 4 von 5. Eine lustige Sache ist nochmal, wir befinden uns in einem immer weiter unterirdisch cyclenden, kreisenden Apparat aus ewigen wiederkehrenden Räumen. Und ich habe da noch gesagt, ihr ratet mal, wie viel Realismus wir drauf geben. Richtig. Genau. Und hier erwähnst du was von der Godmaschine. Erzähl mal. Ja, die Godmaschine. Wir finden hier eben Zahlen korrespondierend zu irgendwelchen Zeichen, zu seltsamen Zeichen. Wir haben das hier mal als schiefes Lambda bezeichnet, die zu 5 korrespondiert. Und man wandert eben, du hast mein Mikrofon angestoßen. Ja, es tut mir leid. U ist eben 1 und Anti-Minus ist 4. Wir sammeln die Zeichen. Und dieses komische Chi da. Chi, Epsilon, was weiß ich, soll 6 sein. Baha. Und ja, wir wandern eben weiter. Anscheinend. Irgendwie. Ja. Und dieses schlampig gemalte Psi. Nee, Phi. Ja. Bis 3. Ja, und so arbeiten wir uns durch. Bis wir halt alle Zeichen, Zahlen, Kombinationen für die Godmaschine haben. Genau. Und dann gehen wir in die Godmaschine, eben links vom Ausgangspunkt. Genau da. Und geben das ein. Also diese Zeichen, die zu den Zahlen korrespondieren, sind random. Also können wir da gerade keine wirkliche Hilfe sein. Das müsst ihr wirklich selbst aufschreiben und ja, selbst eingeben. Da gibt es keine generelle Lösung. Mhm. Später kommen schon Sachen, die immer gleich bleiben, wie wir herausgefunden haben. Ja. Aber der Code hier ist wirklich random. Ja. Und jetzt warten wir, bis wir den eingeben. Ich wette, da haben wir irgendwas gesagt währenddessen. Davon gehe ich aus, ja. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Nö.
Schon einige Zeit. Ach genau, jetzt probieren wir es und es geht nicht und dann sehen wir, dass es das falsche Lambda war. Ja, genau. Das gibt noch Wir haben nämlich gerade das zu gerade Lambda ausgewählt und müssen eben das etwas krummere Lambda auswählen. Genau. Okay, es geht weiter zu, wenn ich mich nicht irre, Flinter. Genau. Runtergehen, Schalter umlegen, dadurch ist da oben die Lampe an und wir sehen eben die Diagonalen. Einmal ein Backslash, Slash, Backslash, Slash, Slash, Backslash. Gut, runtergehen. Und je nachdem, wie wir hier die Regler verbinden, bekommen wir eben einen Slash. Hey, das machst du richtig gut. Das ja, vielen Dank, vielen Dank. Sieht richtig synchron, sieht richtig synchron aus, als wenn wir es gerade spielen würden. Oder die anderen Regler für einen Backslash. Und das eben auf die rechts daneben gelegenen Regler anwenden. So, dass es halt so passt, wie auf dem Bild zu sehen war. Genau. Dieser Teil ist nicht random. Der ist immer so. Stimmt, das ist wieder immer gleich, genau. Genau. Genau, und jetzt werden wir gleich uns verhauen mit dem Schalter, weiß ich genau, noch. Genau, der Hebel. Weil wir den Hebel suchen und der den ist oben, hier, oben. Geh hoch. Geh hoch. Geh hoch. Jetzt geht er nochmal runter, weil ich sage, geh runter. Und jetzt geht er tatsächlich runter. Nein, und jetzt rechts. Sagen wir, ja. So, den schön. Haben wir damals echt nicht gefunden, verdammt. Und zu Slitter, genau. Okay. Ihr merkt schon, es wird immer dunkler, wir tauchen in die Tiefen des Loops ab. Genau, das war auch nicht random, weil es gibt hier drei eierförmige Maschinen, genau, die zwei Schalter beinhalten. Die sind immer an der gleichen Stelle. Das Lustige, zuerst wirst du nicht eine eierförmige Maschine zeigen, sondern erstmal die Koordinate von der Gordon Map abtippen. Hier genau. So. Nämlich 1 minus 2, glaube ich, oder? Also 1, oh, 1, 1, sind wir zuerst gegangen. Okay. Und dann, oh, es war offen. Und zu dem Zeitpunkt werde ich gesagt haben, Moment mal, wer sagt uns oder den Zuschauern, dass die Dinger vorher auch recht zu waren? Woraufhin du jetzt sagen wirst, Moment, eins suchend, ja, dass, zu. Dass es tatsächlich zu ist, um daraufhin deren Koordinaten einzugeben. Und 1 minus 2, dann gehen wir rüber zu 1 minus 2. Und dann ist es offen. Und damit habe ich es bewiesen. So, was du jetzt tun wirst, ist das Allergeilste überhaupt. Du wirst es nämlich eingeben, den Code, und den Schalter nicht umlegen. Dich hier ewig wundern, warum es nicht aufgegangen ist. Presse! Dann wirst du zurückgehen, um zu bemerken, hä, habe ich die Zahlen falsch eingegeben? Und dann sogar nicht verfranzen und wieder zurückgehen. Und dann sehen, dass du den Schalter nicht umgelegt hast. Was Presse. Du dann tun wirst und der Schalter... Hey komm, ich habe ein gutes Gedächtnis. Ja, so war's. So war's, gebe ich zu. Ja. Und schon wieder verfranzen. Ja. Was will man machen in diesem Scheiß? Ja, das ist echt ein dämlicher Loop. Sogar die Map zur Rande. Gut. Sehr gut. Okay, nächstes Level. Ach nein, okay, Vorfall. Ja, jetzt kommt es mit den Farben. Keine Map vorhanden, schade. Ja, jetzt. Aber es ist trotzdem machbar. Jetzt wird's schon knifflig, ja. Mhm. Man kann davon ausgehen, dass es ohne Map keinen zu großen Radius um den Ursprungsraum gibt, den es abzuklappern gibt. Jo. So, hier haben wir jetzt schwarze und graue Tasten. Schwarze sind fix, die sind nicht drückbar und nicht veränderbar. Graue dementsprechend veränderbar. Unten haben wir Farben, oben haben wir Buchstaben. Und die Buchstaben korrespondieren eben genau zu den Anfangsbuchstaben der Farben. Also müssen wir eben die Farben zu den Anfangsbuchstaben anpassen und die Anfangsbuchstaben zu den Farben. Yellow, Green, Red, Orange, Black, was da auch immer kommen Purple mag. War fies, weil P könnte man eben nicht wissen. Das war Purple, ja. Da Purple. Haben wir uns kurz über die IGP unterhalten, nämlich, weil kein Mensch weiß, das ist eben schon, man muss schon Englisch halt können, um wieder mal dieses Spiel lösen zu können. Ja. Was wir eigentlich mal vorausgesetzt haben, oder? Für alle Room Games. Englisch war vorausgesetzt, ja. Ja, deswegen zählt es nicht so richtig als IGP-Abzug. Aber wir hatten ja vorher schon einen IGP-Abzug. Deswegen 4 von 5 bleibt unverändert. IGP. Genau. Wir zögern gerade, warum auch immer. Ich sehe gerade, dass wir noch sechs rote Lämpchen oben haben. Also benötigen wir noch irgendwo einen Hebel oder einen Schalter. Halt, links, genau da, den meine ich, ja. Jawohl. Wahrscheinlich haben wir eben über diese Purple-Geschichte geredet. Ja, das könnte gut sein. IGP begründet. Kommen wir zu 10 Botwinker. Vorletztes Level. Vorletztes Level. Wir müssen zunächst den Plan, der rechts vom Ausgangspunkt ist, links vom Ausgangspunkt nachmalen. Der ist wieder random. Ja,
Aber ziemlich fies, weil normalerweise besucht man die Räume, die der Plan zeigt, und man findet dann gar nichts. Genau. Sehr unfair. Ziemlich unfair, ja. Es ist jetzt genau gleich, glaube ich. Ja. Und trotzdem können wir nicht weitergehen, oder? Genau. Und ich weiß nicht, was wir da machen oder sagen, aber... Aber irgendwie war es ja dann doch... Ich finde es interessant, weil lediglich Plan abmalen und Schalter umlegen, das könnte auch ein früheres Level gewesen sein. Okay, wir sehen hier gerade den Readme-Zettel, der sagt, ja, pro Level sinkt man weiter in die Maschine hinein, anstatt aus der Maschine hinaus. Gut, das nächste Level sollen wir auf keinen Fall lösen, weil sonst haben wir keine Chance mehr. Genau, und da zu dem Zeitpunkt, das ist das Coole. Warum ist das ein Vorteil, warum wir es nachvertun? Wir haben uns schon die erste gestritten, machen wir jetzt hier einen Splitscreen oder nicht? Und dann wirst du jetzt aber gleich den Code eingeben. Das ist ziemlich cool. Das ist echt ziemlich cool. Du wirst dann nämlich gleich den Code eingeben, um wieder einzusteigen. Und wir können das nicht erklären und wollten das mit dem Splitscreen irgendwie gekrampfthaft lösen. Aber das Tolle ist, da wir es jetzt nachsynchronisieren, entfällt es einfach. Wir beschreiben jetzt einfach, wie es ist. Genau. Hier haben wir jetzt gesagt, rechts. Split Screen, richtige Lösung links und falsche Lösung rechts. Die falsche Lösung, die wir jetzt dann gleich machen, jetzt in dem Moment, was bedeutet RGW, Red, Green, White, 304 und so weiter, die machen wir jetzt auf dem rechten Bildschirm, gell? Ja. Den man jetzt hätte im Split Screen sehen sollen. Sehen sollen. Und wir machen uns dran, das zu lösen. Und haben uns eh schon gefragt, was wir mit dem Ton derweil machen. Ach ja, ist das toll. Also Red 3 zum Beispiel bedeutet, in dem roten Kanister kommen 3 Einheiten rote Farbe rein. Rein, nicht raus. Rein. Das ist sehr wichtig. Ja. Und unten sehen wir weitere Anweisungen. Insgesamt also 6 für 6 Tanks. Passt. Blue, Purple und Yellow. Und das war der Stolperstein, Black und, nein, Blue und Black. Genau. Weil beide mit B beginnen. Recht inkonsequent eigentlich schon. Und dann hier, ach, das war grün. Ja, das war der grüne Balken und nicht der schwarze. Genau. Was eben Blue ist und nicht Black. Und wir wundern uns schon, warum der schwarze nicht runtergeht. Oh, Mann. Und dann haben wir vergessen, was Purple war. Haben uns auf 4 geeinigt, haben uns dann korrigiert. Ach, es war 1. Das sehen wir, nachdem wir jetzt runtergeschaut haben. Ja. So. In diesem Moment. So. Mit dem zweiten Schalter. Ist das Rätsel gelöst und wir loopen uns ab in die Ewigkeit und dehydrieren dabei und verlieren... Weißt du, wir verdursten einfach. Wir verdursten und sterben. Genau. Und zu dem Zeitpunkt wollten wir irgendwie aus dem Splitscreen wiederkehren und wussten nicht, wie wir es machen sollten. Weil du hast jetzt einfach den Code einfach fürs letzte Level nochmal eingegeben. Genau. Nämlich Syntagma, oder? Syntagma, ja. Genau. Sehr cool. Ja, was will man sonst machen? Ich meine, wie willst du das im Splitscreen lösen? Das wäre... Ja, und das haben wir uns jetzt galant rumgedrückt, indem wir unseren Ton verloren haben. Genau, indem wir unser eigenes Spiel nachvertonen. Okay, also wir zeigen jetzt quasi die Variante 2 auf dem linken Bildschirm erscheinend gewesen, während... Wir dürfen den ganzen Scheiß nicht lösen. Wir müssen einfach in der näheren Umgebung nach einem grünen Blatt Ausschau halten und das in den Raum -12,9 bringen. Damit wir aus diesem ganzen Loop rauskommen, egal wohin, weil unser guter Kollege Murr, den wir schon aus den alten Teilen kennen, dem wir ja irgendwie nachfolgen, weiß auch nicht, wohin wir da kommen, vielleicht ins Labor, vielleicht sonst wohin. Ja, macht's mal. Genauso wie in Submachine 2. Genau. Gut. Wo ist jetzt dieses Blatt? Dieses Blatt ist in unmittelbarer Umgebung. Gut, wo? Du hast mal diesen tollen Vergleich gebracht. Microsoft. Genau, der super tolle Vergleich mit Minesweeper. Genau. Es ist so, schauen wir den, würden wir bei Minesweeper einen Fleck anklicken und wir bekommen eine 1, dann bedeutet das, dass dieses grüne Blatt irgendwo in den 8 Räumen um uns rum ist.
Genauso ist es hier auch. Und wenn man den Ursprungsraum jetzt anklicken würde, wäre da eine 1 drauf. Genau. Dadurch haben wir es. Gehen in den Raum minus 12, 9. Und schmeißen das Blatt auf diese Apparatur drauf. Und dieses Blatt teleportiert uns, weiß der Teufel, ins Labor. Genau, und da haben wir gesagt, der Post wiederum grafisch. Genau. Jo, und da reden wir jetzt noch kurz über die Gesamtwertung. Die könnten wir kurz jetzt auch anbringen. Ja. Und zwar lautet die, wir haben ein Level 2 Spiel und landen bei 2,25 Punkten. Haben wir das Merit schon gesagt? Also wir haben ein Plus Merit für Musik, weil diese Musik in diesem Spiel wirklich wunderbare Stimmung bringt, wie wir schon in Submachine 2 gemerkt haben. Genau. Genau, und das war's, glaube ich. Und dann verabschieden wir uns, glaube ich, an dieser Stelle. Also, ich denke, ja. Unglaublich, dass der Wortlaut gleich klingt. Dann verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja. Also, servus.